Eigentlich steht ja so ein Pferd normalerweise für eine andere Marke. Zwar ist Ferrari, aber Etrusco hat auch ein Pferd. Beide haben eins gemeinsam. Ferrari baut schnelle Autos und auch schöne. Etrusco ist sehr schnell in der Neuentwicklung und baut ebenfalls schöne Autos. Heute habe ich euch den Ford mitgebracht, und zwar den teilintegrierten T6.9 SF. Das ist ein Fahrzeug mit 6,98 m, 2,32 m Breite und auf dem teilintegrierten Basis. Eben was neu ist, ist hier auf dem Ford. Und auch innen sind ein paar Sachen neu, die möchte ich euch heute vorstellen. Und damit recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Freistaat TV. Die Etrusco-Baureihe auf Ford ist, wenn man es genau nimmt, eine komplette eigenständige Baureihe. Zukünftig besteht die aus vier Grundrissen, eben den 6.9 SF, so wie wir den hier stehen haben. Darüber hinaus gibt es auch den 7.3 SF mit Einzelbetten. Der ist dann ein bisschen länger, hat vorne eine Seitensitzbank und die belebten Face-to-Face-Grundrisse mit Einzelbetten und Quinsbett. Also starten tun wir jetzt hier mit vier Grundrissen. Mitgebracht haben wir euch heute den 6.9 SF, der 6,98 m lang ist, 2,32 m breit und insgesamt 2,87 m hoch. Die Höhe ist noch ohne die Aufbauten mitgerechnet. Diejenigen, die wo aufgepasst haben, das Fahrzeug ist als Complete Selection, das heißt inklusive Markise, Satellitenantenne, Flachbildschirm, alle diese Features hat das Fahrzeug eben schon mit dabei. Das Complete Selection Paket kostet übrigens 7.999 Euro. Starten tut dieses Fahrzeug mit 52.999 plus das Complete Selection Paket. Finde ich, ergibt aktuell einen sehr, sehr attraktiven Preis. Wenn man so ein Fahrzeug dann mit 160 PS, mit Automatik und allem ausstattet, klar, da ist man schnell über 70, um die 73 müsste es dann kosten. Aber immerhin ein Automatikfahrzeug, voll ausgestattet mit 6,98 Meter Gesamtlänge, schöne Einzelbetten, gibt es übrigens auch mit dem Hubbett innen drin, kann sich schon sehen lassen. Wie gesagt, eine eigenständige Baureihe, heißt ein paar Besonderheiten sind, man hat das Fahrzeug natürlich ein bisschen auch preisoptimiert, muss man ehrlich sagen. Die, die aufgepasst haben, hier fehlt leider das Fenster in der Eingangstür. Kann man damit leben, muss jeder selber wissen, dafür ist er vom Preis her attraktiver. Wir haben hier die GFK-Seitenwände, ein GFK-Dach und ein GFK-Heck. Auch das ist anders wie bei den anderen Fahrzeugen. Unten ist er wie in der kompletten Baureihe GFK-Covered, wie es Etrusco so schön nennt. Das heißt, da ist ein Überzug über dem Holzboden, der natürlich auch schützt. Wir haben hier die elektrische Trittstufe, kein Coupé-Einstieg. Hat den Hintergrund, dass hier ein anderes Fahrgestell verwendet wird, aber eins ist geblieben, die schöne Fliegenschutztüre hier. Auch, dass die Rahmenfenster mit integriert sind, ist geblieben. Und vor allem, wir haben hier wieder die schöne Stauraumklappe mit 1,10 Meter Höhe und 84 cm Breite. Ist ein bisschen breiter wie jetzt zum Beispiel bei der Van-Baureihe. Im Complete Selection Paket ist auch die Stauraumklappe in Fahrtrichtung links schon mit dabei. Auch die Verzurrschienen haben wir hier überall mit dabei. All das ist seelenmäßig bei dem Fahrzeug. Ein Unterschied gibt es auch noch, und zwar hat der die Truma Kombi 4 Heizung drin. Hier könnt ihr die große Kombi 6 wählen, aber für diejenigen, wo jetzt kein Wintercamping machen, reicht die allemal. Ist genauso das Gerät, wo Boiler und Heizung in einem Gerät drin sind. Der hat auch 110 Liter Frischwasser und 100 Liter Abwasser. Im Complete Selection Paket darf natürlich eins nicht fehlen, und zwar das ist die Rückfahrkamera, wieder in Funktion der Doppellinse. Auch hier die schöne Designapplikation Heck hat man diesem Fahrzeug hier jetzt mitspendiert. Ansonsten von außen ist es so wie bekannt einer unserer beliebtesten Fahrzeuge, der 6.9 SB, gibt es ja auf dem Fiat Ducato schon lange.
ist auch sehr beliebt. Den hat jetzt Etrusco eben nochmal um den Ford erweitert. Eigentlich eine eigenständige Baureihe, wo man den halt bis zu 7.000, 8.000 Euro auch sparen kann gegenüber dem Fiat Ducato, wenn man das mit Automatik vergleicht. Da wird es dann schon richtig interessant. Hier haben wir wieder das Gaskastenfach, wo 2x11 Kilo Gasflaschen reinpassen. Und auch der Kühlschrank hier, die große Gitter verraten es, 137 Liter inklusive Frosterfach. Das hier ist auch serienmäßig bei dieser Baureihe schon eben mit dabei. So, jetzt würde ich vorschlagen, jetzt gehen wir mal rein. Ist noch ein Prototyp, verzeiht es uns. Diejenigen, die aufgepasst haben, oben fehlt leider noch die Markise. Die wäre jetzt im Complete Selection Paket auch mit dabei. Aber wir sind einer der ersten in ganz Deutschland, wo dieses Fahrzeug präsentieren dürfen. Hier haben wir es auch in unserer ständigen Ganzjahresmesse im Freistaat Karawaningen-Moorsulzimoos. Also ihr könnt ab sofort vorbeikommen und dieses schöne Fahrzeug begutachten. Wir können es auch ausrechnen, was es kostet. Oder alternativ haben wir selbstverständlich auch Fahrzeuge vorrätig mit Automatik und Fiat Ducato, die ihr sofort mitnehmen könnt. Einfach mit uns reden. Auf den ersten Blick sieht man gar nicht, dass es eine eigenständige Baureihe ist. Was geblieben ist, ist hier die schöne öffnende Sitzvariante. Hier mit dem seitlichen Sitz, mit der Sitzbank mit zwei Dreipunktgurten. Das ist geblieben. Geblieben ist auch hier das Hubbett, was wir auch runterlassen können. Eins ist wieder anders, back to the roots. Dieses Hubbett ist manuell und nicht elektrisch, aber ansonsten auch in der Breite 1,95 m. An der breitesten Stelle dann 1,40 m oder 1,20 m hier für zwei Kinder oder einen Erwachsenen eine super Option. Wie gesagt, serienmäßig beim Fiat Ducato elektrisch, beim Ford ist es wieder manuell, eben weil das Fahrzeug halt auch preislich attraktiver sein soll. Finde ich gut, dass sich Etrusco diesbezüglich sehr viel Gedanken macht, weil die letzte Zeit ist natürlich die Preisentwicklung besorgniserregend nach oben hat sich entwickelt und ist gut, wenn sich ein Hersteller da Gedanken macht, wie man das Ganze wieder ein bisschen nach unten kriegt und einfängt. Hier haben wir wieder, wie bekannt, die Winkelküche. Die Funktionen sind genau gleich, selbstverständlich Drehflammkocher. Auch hier gusseiserner Rost, da hat Etrusco nicht gespart. Große, schöne Spüle mit Wasserhahn, ist genau dasselbe. Was sich wieder differenziert jetzt zum Beispiel zu der Fiat Ducato Baureihe, ist hier die gerade Variante der Klappe. Wir haben hier tiefe Stauraum, hier könnt ihr auch über Etrusco Originalteile wieder die Auszüge bestellen. Wir haben hier den Mülleimer, eben bei der Fiat-Baureihe wären jetzt hier Griffe. Hier haben wir wieder Pushlocks, so wie früher. War ja allzeit beliebt. Auch große Schubladen hier überall und unten wieder ein zusätzliches Fach, wo die Schublade nicht mehr reinpasst, weil hier noch der Radkasten rauskommt. Auch die Dachstaukästen sind nicht gebogen, sondern gerade. Hier hat man ein bisschen wieder was einfacher gemacht, eben um das Fahrzeug nochmal preislich runter zu bekommen, aber meine Meinung auf den ersten Blick sieht man es eigentlich auch gar nicht. Serienmäßig bei diesem Fahrzeug ist auch der große Kühlschrank, 135 Liter, wie vorhin schon erwähnt, inklusive Frosterfach 15 Liter. Das ist Serie, so wie bei der anderen Baureihe. Hier unten haben wir wieder ein zusätzliches Fach, wo man noch was verstauen kann. Geblieben sind auch die schönen Einzelbetten. Jetzt muss ich kurz spickeln, weil ein paar Zentimeter hat man wahrscheinlich wieder irgendwo andere Daten wie sonst. Wir haben hier das Heckbett mit 1,95 m x 80 oder 210 x 190. Wenn man das wieder hier auszieht, das haben wir hier ja wieder immer mit dabei. Das heißt, ihr könnt hier mit dem Zusatzpolster arbeiten und habt hier eine riesen Liegefläche. Wie gewohnt, dicke Matratzen, ist immer wichtig für einen angenehmen Schlaf. Das hat Etrusco im Standard drin. Und schauen wir mal, wie die Sitzhöhe ist. Müsste eigentlich, wie gewohnt, recht angenehm sein. Das Fahrzeug ist ja nicht die Van-Baureihe, sondern eben die teilintegrierten Baureihe. Auch hier kann man ordentlich sitzen. Hier haben wir noch einen Vorhang, wo man zusätzlich zumachen kann. Und ganz praktisch, hier bei den Heckbetten noch eine kleine Stange, dass man einfach mal noch was hinhängen kann. Oder wenn man irgendwelche Sommerjacken hat, kann man die hier hinten locker hinhängen. Schön finde ich auch, dass Etrusco, selbst wenn wir jetzt hier eher Einsteiger bis Mittelklasse sind,
kompletten Dachstaukasten hinten quer rüber hat, weil man hat doch immer sehr, sehr viel mitzunehmen. Da kann man nie genug davon haben. Auch der Kleiderschrank ist hier wie gehabt. Da geht jetzt hier der Radkasten noch ein bisschen rein, aber ansonsten sehr großer Kleiderschrank. Okay, es fällt, wie Sie sehen, Auszug, hat man nur noch die Stange quer gemacht. Also an kleine Sachen hat man einfach ein bisschen gespart. Hier wieder wie gehabt, Frischwassertank, eben mit 110 Liter insgesamt. Fassungsvolumen oder bei Fahrstellung eben die 20 Liter, das ist immer das mit der Typisierung. Lattenrost auch serienmäßig bei dieser Baureihe. Also hier braucht ihr auf nichts verzichten, dass ihr einen angenehmen Schlaf habt. Auch bei dieser Baureihe setzt Etrusco wieder das schöne Vario-Bad ein. Oft schon gesagt, ich bin da ein Fan davon, weil es einfach keinen Platz wegnimmt und multifunktional ist. Das heißt, man kann hier duschen und hat trotzdem noch einen riesen Platz. Toilette wird nicht so nass, wenn man das hier rüber klappt, und hat trotzdem auch einen richtigen Raum. Oft sogar viel mehr Platz, wie wenn man eine separate Dusche betrachtet. Auch hier, wenn man jetzt auch einen Sitztest macht, von den Füßen, von den Maßen, auch hier, auch für ein bisschen größer gewachsene, eigentlich noch absolut alles handelbar. Waschbecken wie gewohnt und hinten noch ein zusätzlicher Schrank, wo man Badutensilien reintun kann. Und hier auch schöne Haken für die Handtücher und oben auch nochmal für das Badetuch ein zusätzlicher Haken. Hier ist schon alles gedacht. Hier haben wir das Ford-Armaturenbrett mit dem Navigationssystem X-Cent. Das hier baut Etrusco nachträglich ein. Hier haben wir halt den Vorteil, dass es ein sehr, sehr großer Bildschirm ist, preislich attraktiv. Gut, ist nicht integriert in die Ford-Thematik vorne vom Führerhaus, aber hier habt ihr die Möglichkeit auch mit Apple CarPlay das zu verbinden und über das Navigationsgerät vom iPhone oder vom Smartphone dann das alles zu verbinden. Auch hier müsst ihr nicht verzichten auf die schöne Faltverdunklung. Auch das haben wir hier meistens alles mit dabei. Und auch das Panoramadach oben mit Verdunklung und integrierten Fliegenschutz ist hier ebenfalls mit an Bord. Das gibt es ja zum Beispiel jetzt bei der Van-Variante nicht. Der Etrusco auf Ford hat auch eine etwas kleinere Eingangstür hier, sieht man ein bisschen. Aber vom Wohnraum vorne eigentlich fast identisch, da müsst ihr auf nichts verzichten. Wie gesagt, starten tun wir hier bei diesem Fahrzeug aktuell bei 52.999 ohne Überführung und TÜV und Complete Selection Paket. Die größeren Fahrzeuge kosten dann 53.999. Bitte seht uns nach, die Preisentwicklung ist momentan sehr getrieben und entwickelt sich leider Gottes nach oben. Das sind Stand die Preise, wo wir Stand heute jetzt hier haben. Seht uns nach, wenn das Video ein bisschen älter ist und die Preise vielleicht nicht mehr aktuell sind. Interessant wird es vor allem für solche Kunden, die sagen, Mensch, ich möchte einen großen Motor, der hat nämlich 160 PS und ich möchte Automatik. Klar, der hat einen 6-Gang-Wandlerautomatik, der Fiat Ducato hätte eine 9-Gang-Wandlerautomatik, aber wenn man dann die Baureihe vergleicht, also den Etrusco auf dem Ford gleiche Maße mit dem Etrusco auf dem Fiat Ducato, kommen wir doch schnell auf einen Preisunterschied von ca. 7.500 Euro bei großen Motor- und Wandlerautomatik. Und ich finde, ab dann wird es richtig interessant, weil 7.500 Euro sparen. Gut, man muss vielleicht dann mit den geraden Klappen klarkommen oder hat kein Fenster in der Eingangstür. Aber von der Funktion, das ist ja immer wichtig, auch beim Campen, man muss ja immer sagen, okay, das eine ist Design, das andere ist Funktion. Von der Funktion ist das Fahrzeug hier absolut gleichwertig und macht hundertprozentig genauso Spaß. Finde ich gut, dass Etrusco die Preise hier nach unten entwickelt. Ist uns auch recht und auch in diesem Sinne ein Kompliment nach San Casiano. Das habt ihr absolut richtig gemacht. Diese Fahrzeuge stehen ab sofort, wie gesagt, hier bei uns. Könnt ihr anschauen. Wir haben auch noch sehr viele Etrusco sofort lieferbar, teilintegriert, integriert. Fragt uns einfach, das lohnt sich immer. Wir können hier noch sehr viel machen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns ein Like und bis zum nächsten Video. Tschüss, euer Markus Braun. Jule,
Extra. Extra.